Grüße dich, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Ich bin's André, welcome to World of Roleplay, dem Gaming-Kanal für MMORPGs. Und heute darf ich mit Freude verkünden, dass wir wieder weiterspielen in Lost Ark. Wir sind hier immer noch, haben gerade unsere Klasse genommen, den Berserker und hier den Hammer-Kollegen, der hier die ganze Welt auseinandernehmen wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Lass uns einfach direkt anschließen und weitermachen. So, mit G wird hier gesprochen oder mit linker Maustaste. Möge Regulus deinen gewählten Pfad segnen. So, geh für weiter. Aber verzage nicht, mein Kind, die Zukunft ist noch nicht entschieden. Folge deinem Schicksal. Mein Schicksal wird sein, da reinzugehen. Du wirst jetzt deine ersten Schritte auf der Suche nach der Arche tun. Arkesias Zukunft liegt in deinen Händen. Das Licht der Welt darf nicht dem Chaos anheimfallen. Die Säule des Lichts. Wir sollten lieber weiter. Hä? Gehen? Wohin? Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens rufen uns die Sterne des Schicksals. Sterne des was? Komm wieder zurück, du alter Kauz! Klar, ein bisschen mehr Textur wäre dabei gewesen. Haben sie immer noch nicht geändert. Ich habe es sofort gesehen. Aber trotzdem cool. Es wird wirklich cool werden. Beeilt euch, ihr Anfänger. Wir sind hier. Nächster Stopp, Truhe. Das vergessene Land. Home kommt gleich, also steigt bitte noch nicht aus. Oh, verstehe. Wir heben ab, sobald sie ausgestiegen Nun sind. Nun gut, dann mal los. Endlich bist du hier. So, da sind wir angekommen. Ich wollte trotzdem noch mal kurz mal reinschauen, wie das eigentlich aussieht. Warte mal, Spielmenü. In Sachen Grafikeinstellungen, ob ich da, guck mal, das Spiel läuft auch nur mit DirectX 11, aber sonst, also viel Einstellungen über die Grafik gibt es hier nicht, aber ist sonst alles eigentlich auf hochgesetzt, höher geht es gar nicht. So, ja, ich weiß nicht, ob ich dir den Bildschirm hier erklären soll. Ich denke mal, dass wenn du das selber spielst, musst du das für selber also herausfinden. Nur ganz kurz, du siehst rechts oben ist die Minimap, ganz klar. Da siehst du auch die Karte und die Aufgabe, zu der du das nächste Mal gehen musst. Unten rechts sind die ganzen Einstellungen. Ah ja, Charakter und Community und das alles, was man halt so braucht vom Spiel. In der Mitte siehst du deine ganzen Attacken, die nach und nach dann kommen werden. In der Mitte hier, das ist noch verschlossen, das wird noch freigeschaltet. Links unten wird der Chat sein. Hier gibt es noch neue Informationen darüber, was es so Neues gibt. Also, es gibt hier viel. Das ist so ein typisches Asia-Gratis-MMO. Man kennt es
auch von Handyspielen und so, die roten Punkte, die du an den Sachen siehst, bedeutet immer, dass es immer was Neues gibt. Und das ist andauernd so. Also du bist erstmal, bevor du anfängst zu spielen, immer damit beschäftigt, erstmal sämtliche Sachen zu klicken, weil es irgendwas Neues gibt. Wie zum Beispiel die tägliche Anmeldebelohnung, ja, die du benutzen kannst. Hier melden sie sich täglich an, um einzigartige Belohnung zu bekommen. So haben wir gemacht. Denn sind auch andauernd Events und so weiter. Jetzt habe ich schon wieder Post bekommen und naja, so eins aufs andere kommt es denn und tralala. So, lasst uns einfach mal das Spiel genießen. Ah, was ich mal gucken wollte, ich wollte mal einen Store gucken. Wie hat der sich nach einem Jahr eigentlich verändert? Damals gab es ja auch nur so einen Hauch von, weißt du? Neue Starterpakete, Truhen wie Ochse, empfohlene Skins. Okay. Oh. Reittierbegleiter, das kannst du hier. Kannst du Bäume und so kaufen. Ja, Reittiere. Okay, da hat sich noch nicht viel geändert. Zwei Reihen mit Reittiere. Ah, hätte ich aber jetzt ein bisschen mehr erwartet. So, Prestige zum Beispiel hier, was ich erzählt habe, ist zwar gratis, aber du kannst natürlich trotzdem für eine milde Gabe das Spiel unterstützen. Mit 10 Euro im Monat kriegst 30 Tage hier so Premium. Und dann kriegst du halt dies, das, Ananas. So, weiter geht's. Hey du, komm mal für eine Sekunde her. Beschwerliche Reise, was? Und du weißt ja, Matrosen sind nicht gerade die angenehmsten Zeitgenossen. Nun, Hauptsache, du bist in einem Stück hier angekommen. Dann ist es jetzt wohl Zeit, dass du das Land erforschst, wa? Aber sei vorsichtig, die Landratten können dir jederzeit ein Messer ans Kreuz rammen. Du sagst, du kommst von einem kalten Ort? Das muss es sein. Da hast du eine ganz hübsche Waffe. Ich wette, die kriege ich nicht mal angehoben. Hier, für dich, das sind Vorräte für das Truer Abenteuerteam. Ich weiß nicht, wie gefährlich diese Mission sein soll, aber ich habe gehört, dass der Kunde ziemlich viel Geld springen lässt für dieses Abenteuer. Dazu gehört eine Spezialwaffe, die speziell von Schmieden von Uma gefertigt wurden. Sieh sie dir mal an. Du wirst es noch früh genug brauchen. Ausrüstung legst du aus deinem Inventar an. Okay. So, da haben wir das zum Beispiel hier, die Heiltränke, und das ist die Truhe. Kampfhammer des Abenteuers, okay. So, hier siehst du auch gleich, finde ich auch ganz gut, dass mit dem Pfeil gekennzeichnet ist, dass dieser Gegenstand für dich besser ist. So. Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt, hat sich der Hammer verändert? Wie auch immer. Ich mag dich. Du hast den richtigen Blick für diese Aufgabe. Man kann einen brauchbaren Abenteurer und jemanden, der nur so tut, als ob, in den Augen erkennen. Um im vergessenen Land zu brauchbare Leute in dieser Zeit. Boah. Und im vergessenen Land sind brauchbare Leute in letzter Zeit Mangelware. Eigentlich ist dieses Team hier gar nicht so schlecht. Das heißt, dass die Auszahlung des Schatzes gewaltig sein muss. Weißt du irgendwas darüber? Was meinst du? Gerka hat mich über den kompletten Deal informiert. Sieht aus, als hätte ein Priester des Sakria-Ordens eine stattliche Belohnung ausgeschrieben, wenn man ihm dabei hilft, einen verborgenen Schatz in Trua zu finden. Vor einiger Zeit wurde an diesem Ort ein Kampf ausgetragen. Die örtlichen Behörden haben die Ortschaft aus Sicherheitsgründen abriegeln lassen, aber ich schätze, sie ist jetzt wieder geöffnet. Ich nahm immer an, dass infolge des Krieges alles Wertvolle zerstört worden wäre. Bei all diesen Kämpfen frage ich mich, ob wir nicht in eine... Ah, Moment, was war das? Wow, seht ihn euch an. Wer ist das? Morpheus. Kannst du mir etwas Wasser bringen? Klar. Vielen Dank. Wasser. Gutes Wasser. Oh, schon viel besser. Danke vielmals. Ich hatte keine Ahnung, dass Seekrankheit so schlimm sein kann. Ich hatte so eine Ahnung, dass du ein gütiges Herz hast. Ich bin froh, dass ich recht hatte. Darf ich deinen Namen erfahren, gütiger Abenteurer? Oh, Solestros. Was für ein einzigartiger Name. Den werde ich sicher nicht vergessen. Ich heiße Morpheus und bin ein Priester Sakrias.
Ich suche den Schatz, der unter der uralten Statue versteckt ist. Schatz? Ah, es scheint, als hättest du noch nichts von Gerka gehört. Erlaube mir, dich mit einigen Details zu versorgen. Die archäologischen Daten, die von der Kirche entschlüsselt wurden, haben ergeben, dass sich in diesem Land die letzten Schätze des Propheten befinden. Diese Neuigkeit hat dazu geführt, dass viele Abenteurer sich auf die Suche nach dem Schatz aufgemacht haben, aber noch hat niemand etwas gefunden. Doch mehr und mehr Leute hören von einem Land voller Gold und Chancen, was bedeutet, dass die Kirche schnell handeln muss, wenn sie den Schatz selbst finden will. Die Kirche entschloss sich, viele erfahrene Abenteurer anzuheuern, die das Land für sie erkunden sollten. Sie haben auch entschieden, eine Menge Priester wie mich zu entsenden, die die Angelegenheit überwachen sollten, darunter auch mich. Ich hätte nie gedacht, dass man mich für eine so gefährliche Aufgabe auswählen würde, aber sieh nur, da drüben ist Gerka, er führt das Abenteuerteam an. Versammelt euch alle miteinander! Gerka? Ich komme. Legt einen Zahn zu! Bewegung! Ich bin der Anführer der Truhe-Expedition. Nenn mich Serka. Bin mir sicher, ihr wisst alle, dass Truhe als antike Stadt bekannt ist, die durch Krieg zerstört wurde. Wir haben nur eine einzige Mission in diesem verfluchten Land. Wir sollen den Schatz für die Priester finden, indem wir den Hinweisen folgen, die in der Stadt zurückgeblieben sind. Ihr seid alle ersetzbar, vergesst das nicht. Ich werde nicht zögern, jeden, der Unsinn oder etwas Dummes tut, konsequent zurückzulassen. Hier sind die Karten, die von der Vorhut angefertigt wurden. Drücke Tab, um jederzeit eine Karte zu öffnen. Behalt die Karte stets im Auge. Ah, okay. Eher so. Wir haben die Karte größer gemacht. Ja, ist okay. Die Vorhut hat die Erkundung des Gebiets abgeschlossen. Aber es gab nichts zu holen. Wie nutzlos. Ab heute werden wir Regionen erkunden, die tiefer ins Landesinnere liegen. Und ich muss dich warnen, wenn du es versäumst, Schätze oder verdächtige Hinweise zu melden, die du findest, steckst du mächtig in der... Warte mal, dieser überwältigende Gestank in der Nähe muss eine Bestie sein. Sei auf der Hut. Hauptmann! Trolle im Lager! Verdammt nochmal! Alle aufwachen und zu den Waffen! Ich mit meinem großen Hammer. Hier ein paar Trolle um! Muss ich mitspielen, lass mich! Schnell, Bewegung! Verteidigt das Lager! Kommen nur all diese Trolle her! Löscht sie alle aus! Energieverschwendung. Ich muss die Ergebnisse der Vorhut hinsichtlich möglicher Routen für ein weiteres Vorrücken hören. Wir werden uns beeilen müssen, um sie selbst zu finden. Nur die, die nicht ernsthaft verletzt sind, werden behandelt und gehen gemeinsam. Hey Priester, du kannst das, nicht wahr? Sicher, natürlich. Du bist ziemlich furchteinflößend. Bitte, könntest du das Messer weglegen? Da steht nicht Messer, sondern Waffe, Kollege. Ich bin unter der Bedingung hergekommen, dass ich euch nicht zur Last falle. Also muss ich auch meine Aufgabe erfüllen, richtig? Allerdings könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen. Solestros, würdest du mir zur Hand gehen? Hey, überlassen wir den Priester jemand anderem. Wir sollten die Umgebung untersuchen. Wird es definitiv nicht leicht. Okay. So.
Da kommen wir auch schon zum Ende für dieses Let's Play. Es war wieder wunderschön gewesen. Also ich hoffe, dass ich dich ein bisschen anstecken konnte mit dieser wunderschönen Welt, mit diesem ersten Eindruck, den wir haben. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann drück mal jetzt auf den Abo-Button und komm einfach nächstes Mal wieder, wenn wir ein neues Let's Play hier vorspielen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, dein André und tschüss.